Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 2. Wir sind jetzt gerade auf dem Unigelände bei Doris, Frieda und bei Georg. Ich glaube, Georg war sein Name, oder? Ja. Alle drei haben jetzt schon sich einfach ausgesucht. Ja. Ja. So, du meine Liebe, was musst du eigentlich machen? Also Hausarbeit schreiben. Das heißt, zum Unterricht musst du jetzt eigentlich nicht mehr. Genau, du bist gerade im Unterricht. Ach, BWL. Bla bla. Bla bla. Bla Juan geht zum College, das wünscht er sich. Okay. Aha, du machst gerade noch eine Hausarbeit. Kannst du hier jetzt eigentlich noch... Ah, du kannst ja noch die Seminararbeit weiterschreiben, gell? Bla bla. So, das hast du also demnach gemacht, gell? Ja. Alter, der Bildschirm schaut aus, als hätte er sich irgendwie gerade aufgehängt oder so. Normalerweise darf der ja gar nicht mehr weiterschreiben da. 53%. Spaß hast du eigentlich keinen mehr. Das heißt, deine Hausarbeit lassen wir da mal. Und da werden wir dann mal gucken, wer ist denn das? Reinhold Reichert, genau. Dann haben wir hier Aaron Tamborin. Dann haben wir noch Gina Peters. Beatrix Quark. Hans Messen. Serena Guerdes, okay. Du wirst dann hier mal ein bisschen spielen, bitte. Du brauchst dann auch erstmal jede Menge Spaß, ne? Wann kommst du eigentlich zurück? 19 Uhr! WTF! Das dauert ja noch voll lang bei dir. Warum Geld auf Bäumen wächst. Beata? Irgendwie. Okay, also hier geht's richtig rund. Wir haben hier einige weitere Studenten, die teilweise wahrscheinlich noch immer nicht wissen, was sie studieren wollen. So, wie schaut's bei dir aus? Die Seminararbeit hast du bald fertig. Ihr habt beide die Seminararbeit fast fertig, okay. Du hattest ja, glaube ich, mit Frieda ein, genau, Techtelmechtel nicht zwingend, aber hier mit Doris. Also Frieda tönt dich voll an und Doris überhaupt nicht, okay? Doris, genau, er hat allen Versuchungen widerstanden. So, hat mitmachen. Dann machen wir mit Professor Heike, Professor Daniel. Puh. Wir brauchen jetzt erstmal Spaß. Aha. Wieso ist da oben alles voll Wasser? Was haben sie denn da gemacht? Naja, wurscht. So, wie wär's, wenn du da mal spielst? Geschubst werden. Alter, was geht mit dir? Alter Falter, reden über Reden zu, mehr reden mit, reden, plaudern, ablästern, flirten, Zimmer abchecken. Was ist mit dir jetzt schief? Keine Ahnung, oder? Weiß man nicht. Mit Frieda spielen. Bei dir wäre es eigentlich cool, wenn wir einen Typen kennenlernen würden, gell? Haben wir hier irgendwo einen? Wen haben wir denn hier? Hans Messen. Mit Professor Anton anfreunden. Mit Professor Anton anfreunden. Wo ist denn Professor Anton? Ist das Professor Anton? Ja, ja. Haben wir hier eigentlich irgendwo ein Telefon? Da haben wir ein Telefon, aber es ist schon 20 Uhr. So, mal gucken, ob das noch geht. Georg hat Begeisterung für Spiele entwickelt. Okay. Ah, die sind aber alle noch ziemlich fit für die Uhrzeit.
Gerhard Bauer. So, Professor Anton, wir möchten gerne mit dir plaudern. Geht das noch? Ist zwar schon 8:30, aber bitte, auf der Uni muss ja jeder irgendwie wach sein, noch mitten in der Nacht, gell? So, was machen die beiden denn? Sie gampelt noch, er chillt dahin, okay. Booty. Ah, da könnte man auch wieder nur sagen, Doris ist die Streberin, gell? Frieda ist eher nicht so unbedingt so zwangsläufig dabei. Wobei, hatte sie nicht auch schon ihre Seminararbeit angefangen zu schreiben? Ja, hatte sie schon. So, dann wird sie da halt noch ein bisschen was schreiben. Das passt schon. Alter, das steigt, wenn man mit den Professoren telefoniert. Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Okay, warte mal. Aha! Ja, ist klar. Alter, Frieda, was geht mit dir? Doris, was geht mit dir? So, du möchtest hier Paarberatung lernen, gell? Buch lesen, lernen, Paarberatung. Dann lern mal hier die Paarberatung. Leg das einfach mal nebenhin. Alter Falter, wieso geht das denn? Wo haben wir denn unsere Professoren? Bettina Hart, die krass böse Hexe. Also du hattest noch gar keinen Unterricht, genau, da war was. Laura Walters, John Spitzel, Joyce Gärtner, hier, Professor Heike und Professor Daniel. Aber sie kann jetzt um die Uhrzeit nicht mehr anrufen, oder? Dann mal, hör mal auf hier und ruf mal Professor Heike oder Professor keine Ahnung wen an. Hunger, Spaß, alles Mögliche. Warte, lernen kannst du nachher auch noch? Alter, wieso ist das so weit oben bei der? Nur das Telefonieren noch. Alter, wehe, du machst hier falsche Sachen, gell? Ich sag's dir. Aber wie viele Weiber haben wir denn hier? Das ist ja voll heftig. So, wir wollen Professor Heike mit Professor Heike reden. Die ist am ehesten vielleicht noch wach um die Uhrzeit. Es ist schon 23 Uhr, wird es schon bald. Gib dir das. Gib dir das. Es ist ja voll krass, voll heftig. Aber du hättest eigentlich relativ früh wieder Uni, gell? Brum, 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 brum. So, okay, warte mal, dann würde ich jetzt mal sagen, du gehst mal hier aufs Klo und dann gehst du hier einfach mal schlafen. Wie schaut es bei dir jetzt aus? Also, du hast eh schon aufgehört zu telefonieren. Okay, dann gehst du mal duschen, würde ich sagen. Männlein, Weiblein, duschen. Und dann kannst du hier auch mal schlafen gehen, bitte. Und du, meine Liebe, was könntest du denn tun? Du hast ja schon gegessen, du bräuchtest ein bisschen Spaß, gell? Aaron. Wertschätzen, bewundern. Okay, mach hier mal ein bisschen mit Aaron rum. Aaron? Hallo Aaron. Du hast eine voll spitze Nase, Aaron. Flirten, Zimmer abchecken. Oh, okay, das wäre sogar ganz gut, gell? Wertschätzen, bewundern, reden, plaudern. Mit Anton sprechen. Okay, das haben wir jetzt schon gemacht. Fragen nach Sternzeichen. Fragen. Gefällt dir, was du siehst? Okay, er steht jetzt auf.
Oje. Oje, nein. Wieso willst du das nicht wissen? Okay, sorry. Fragen nach Interessen. Kann ich da irgendwas noch gut machen, bitte? Warte mal, reden, fragen, spielen, fangen, Ball werfen, was auch immer. Schlacht. Ich meine, irgendwas muss ich doch wieder gut machen können, oder? Katurka! Ja. Okay, er schläft schon, sie ist noch bereit, hier irgendwas zu machen. Alter Falter, Ball werfen, müsste ja wirklich komplett rausgehen dafür. Wie ätzend ist das denn? Alter, da kann ich fangen. Als Kerl. Können die nicht normal immer voll gut fangen? Wie wär's, wenn du jetzt schlafen gehst, hier Mädel? Oder geht das nicht? Das sollte doch normalerweise gehen, oder? Na bitte, geht doch. So. Duschen und schlafen gehen, meine Liebe. Weil Aaron findet dich eh nicht so attraktiv, wie du ihn findest. Leider. Bis später. Ja, bis später. Und du heißt leider nicht Peter, aber ist wurscht. Willi einladen. Willi anrufen, um zu plaudern. Alles Mögliche. So, mach mal ein bisschen hinne. Hinne. So, du bist dann schon wieder wach. Du bist auch schon wieder wach, gell? Du kannst dann hier mal aufwischen gehen. Du kannst hier dann erstmal aufs Klo gehen und aufwischen gehen. Und Alter, was geht mit dir? Du hast dein eigenes Zimmer. Da hinten in der Ecke. So, wenn du das dann gemacht hast... Bett machen, Streich beobachten. Dann wirst du eine Hausarbeit schreiben. Eieiei. Da geht's nicht gut rund. Nee. Okay, du freust dich voll drüber, dass du da noch weiterhin zusammenwischen kannst. Du wirst hier auch noch ein bisschen helfen. Das komische Maskottchen wird dich jetzt mal in Ruhe lassen. Willst ihr auch eine Hausarbeit schreiben, dann werden wir das natürlich auch machen. So, wie geht's dir? Du bist voll weit oben. Ich finde das so heftig. Ich finde das echt so heftig. So, die streiten sich schon wieder. Ja gut, okay, wurscht. Du machst eine Hausarbeit. Sie, bam, voll, alles voll weit oben. Aber sie hat auch schon eine Hausarbeit geschrieben. Sie hat ihre Seminararbeit fertig geschrieben. Und sie war auch schon an Unterrichten, hat sich halt mit ihrem Professor unterhalten. Und er hat nur Hausarbeit geschrieben bisher und Seminararbeit geschrieben bisher. Sie hat noch gar keine Seminararbeit. Also das ist alles nicht so leicht eigentlich, ja. Weil wir könnten dann eigentlich mal hier weitermachen. Ich meine, 50% von der Seminararbeit haben wir ja immerhin schon. In 50 Stunden ist Abschlussprüfung. Auffüllen. So. Das hätten wir gemacht.
Ah, du hast Hunger oder was? So, Hygiene, säubern. Nee, du hast sogar keinen Hunger. Jemand hier essen. Aaron, zusammen tanzen. Vielleicht sollte das eigentlich dein Spaßlevel ein bisschen nach oben bringen, oder? So, was ist mit dir jetzt? Du kannst nicht duschen gehen, weil ich die falsche Dusche erwischt habe, oder was? So, was ist mit dir? Okay, du gehst jetzt irgendwo hin. So, warte mal, du machst es hier sauber. Literatur, Logik, Kreativität. Kreativität. Okay, warte mal, wir könnten hier. Da kannst du ihn malen. Dann kannst du nämlich hier noch aufwischen und dann kannst du hier malen. Dann passt das schon. Aha, du bist jetzt eh auch schon da. Ziemlich weit oben. Oh, schade, der Rechner hatte sich wirklich aufgehangen. Der Rechner hatte sich aufgehangen. Alter Falter. So, du hast das alles ganz gut gemacht. Hunger. Du gehst jetzt dann erstmal was essen, bitte. Und dann, Frieda hat allen Versuchungen widerstanden. Wunderbar. Dann wirst du nämlich auch was essen. In der Hoffnung, dass ihr euch alle zusammensetzt, nämlich. Hast du eigentlich auch Hunger? Oder nicht wirklich. Nee, du malst noch ein bisschen. Du hast nämlich eh relativ spät. Ja, okay, mittags. Sie hat Abend, sie hat mittags und er hat morgens. Er hat in 2 Stunden dann den Ding. Eli Bongratz. Ja, unter ganz vielen Weibern. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Spielturnier gewinnen. Was hat er denn eigentlich hier für Dings Sport? Ja, keine Ahnung, wie das bei ihm genau läuft. Aber er muss jetzt eh erstmal dann vorher noch zur Uni. Wie geht's hier? Ganz gut bisher eigentlich, gell? Du machst Strich für Strich. Du malst. Ich sollte da mal anfangen, die Sachen hier vielleicht in ein Ding reingeben. Das könnte ich dann mit Frieda machen. Genau, hier nämlich so Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen. Das war nämlich hier alles relativ frisch. Damit wir dann nämlich auch mal was im Notfall haben, wenn wir mal mitten in der Nacht was zum Essen brauchen. So, du gehst zur Uni. Wir haben hier gleich gerade ein bisschen Stau. Die Sims wissen nicht, wie sie am besten lang gehen sollten. Okay, das räumt sie auch weg. Schade. Schade, schade, schade. So, wie schaut's hier aus? Schau, Aaron kommt zurück. Schau, Aaron kommt zurück. Wie wär's, wenn du hier ein bisschen mit ihm ein bisschen prahlen, abhängen, über Hobby reden, Kochkunst, keine Ahnung. Aufwischen. Alter, was geht mit dir? Nachgepfiffen bekommen, okay. Duff. So, wie schauen wir da aus? Footbag spielen. So, Freunde und Umgebung. Das wird eh jetzt besser. Beste wegstellen. Ah, dafür bleiben sie hier, oder was? Bam.
Toll! So, warte mal, du wirst jetzt das hier einfach mal lassen. Essen. Und du räumst hier die Sachen auch nochmal weg. Hier Reste weglegen, bitte. Reste weglegen, Reste weglegen. So, weil dann kocht die nämlich wieder drauf los. Chabot! Alter, die Sirena macht jeden an. Egal ob Männlein oder Weiblein. Ah, die macht einfach jeden an. Ich glaube, zack. So, du könntest dann aber auch nochmal hier mit deinem Professor an telefonieren. Mal gucken, ob man das noch ein bisschen. Ach so, du bist eh schon voll. Das brauchen wir dann gar nicht machen. Wurscht. Professor Daniel. Dann werden wir hier mit Professor Daniel auch nochmal plaudern. Mit jemandem recherchieren. Ah, du müsstest eh auch bald. Okay, das heißt, ich brauche dich jetzt gar nicht mehr irgendwas anderes anfangen lassen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier einen Cut, auf die Bestenliste schaffen. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und warte mal, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Urlaub, Internetrecherche, Finanzberatung geben. Wie will er das machen? Spielturnier gewinnen? Dein Sim möchte ein Spielturnier gewinnen. Lass dazu deinen Sim bei einem Spielturnier auf dem Computer oder mit einer Spielkonsole. Okay, gegen andere antreten. Ja, aber das kann ich doch jetzt gar nicht machen. Da, Spielturnier gewinnen, beginnen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, nächste Woche. Und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.